Okay, Typ lassen. Gut, der ist ein fixes Recht, also müsst ihr Klammer nach Kamera rechts vorstellen. Klammer rechts, Klammer rechts. Das heißt, der hat hier ein Element, dann kommt der nach rechts. Infix, der sieht. Ich mach das, Timmy, ich mach das eine Show. Liste, die Liste besteht wieder aus einem Element, Konstruktor in irgendeiner Liste. Also kann ich beliebig weit aufspalten. Das ist keine Magie, sondern einfach nur. Halt Infix, das macht noch komplizierter. Okay, also wir wollen ein Mysterium klären, was wir vorhin angesprochen haben, aber damals nicht gelöst haben. Schau ist eine Funktion, die kann alle Arten von Argumenten nehmen und produziert daraus jeweils ein String. Das ist gut zum Debuggen. So wird aus der Zahl 3 der String, Anführungszeichen 3, oder aus dieser Liste, wird eben der String, eine Textelementierung dieses Werts enthält. Diese Funktion Show haben wir in Wahrheit auch schon 1 Million Mal verwendet. Ja. Denn einfach, wenn wir hier in der interaktiven Shell irgendwas eingeben, dann wird das dadurch ausgegeben, indem dieser Wert in die Funktion Show geschickt wird. Die macht einen String draus und der wird ausgegeben. Soweit, okay? Okay, so. Dann schauen wir uns jetzt mal den Typ von Show an und diesmal halte ich nichts zu. Das ist jetzt der Unterschied zuvor. Also in erster Näherung hat Show den Typ A nach String. Also es kommt der Wert von irgendeinem Typ A rein und rauskommt tut ein String. Aber jetzt gibt es halt schon noch eine Beschränkung an den Typ A. Denn wir können zum Beispiel nicht sagen Show von it oder Show von reverse oder Show von show. Mit Show kann man nicht Funktionen ausgeben. Und manche andere Sachen kann man auch nicht ausgeben. Zum Beispiel eine IO-Aktion. Für die Leute, die wissen, was eine IO-Aktion ist, die kann man damit auch nicht ausgeben. Ja? Also manche Werte kann man ausgeben, andere nicht. Jetzt ist die Frage, wie entscheidet sich das? Antwort: Der Typ von Show ist nicht wirklich vollständig polymorph in A. Man kann nicht jeden Typ für A einsetzen, sondern nur solche Typen, die zu der sogenannten Typklasse Show gehören. Es ist eine Sache gleich wichtig bei der Mutation. Viele Leute von euch kennen objektorientierte Programmierung mit Java und C++ oder sowas. Da gibt es auch das Wort Klasse. Aber das Wort Klasse dort hat was zwar mit zu tun, aber ist erstmal was völlig anderes wie das Wort Klasse hier. Merkt euch also nicht die Java-Bedeutung. Der Typ Klasse in Haskell ist eine Ansammlung von Typen. Und ein konkreter Typ kann entweder in so einer Typklasse drin sein oder nicht drin sein. Und manche Typen sind halt jetzt in der Typklasse Show drin und andere nicht. Okay? Und für die Typen, die in der Show-Klasse drin sind, funktioniert diese Show und für die anderen nicht. Genau, der richtige Gedanke, wenn man in Java sprechen will, ist Interface. Typklassen in Haskell sind so ähnlich wie Interfaces in Haskell. In Java. Genau. Typklassen in Haskell sind so wie Interfaces in Java. Okay, schauen wir uns das ein bisschen konkreter an. Ich zeige euch, wie die Typklasse Show im Haskell Preludium implementiert wurde. Okay. Genau. Okay. Ich kann sie auch Show-Strich nennen. Nennen wir sie Show-Strich, dann. Du musst Class schreiben als Data. Ah, danke, ich war bei GADTs. Okay. Hier definiert man das Interface von dieser Funktion, das ist jetzt also von dieser Klasse. Wenn ein Typ Mitglied dieser Typklasse sein möchte, dann muss er diese Methode hier implementieren. Wir müssen dann angeben, wie man aus so einem A einen String macht. Okay, jetzt können wir verschiedene Instanzen deklarieren davon. Zum Beispiel Bools soll printbar sein. Das wäre eine Möglichkeit. Und jetzt probieren wir es mal. Hat funktioniert, ja? Also, wir haben jetzt eine neue Funktion Show-Strich und die funktioniert für all solche A's, die Mitglied dieser Typklasse sind. Und momentan ist nur ein einziger Typ Mitglied dieser Typklasse, nämlich Bool. Das kannst du auch. Richtig. Doppel um I ist eine ganz schöne Sache in GHCI. Doppel um I und jetzt irgendwas. Und dann kommen diverse Infos zu diesem irgendwas. Hier, weil es eine Typklasse ist, wird hier nochmal
erwähnt, welche Methoden diese Typklasse mitbringen soll, wo das definiert wurde und welche Instanzen von dieser Typklasse bekannt sind. Und wenn man das bei Typen macht und entsprechend, wenn man sich das anschauen will, dann wird da auch, glaube ich, die Definition angezeigt, genau. Und dann sieht man zum Beispiel, dass Bool halt nichts anderes als einfach ein Typ ist. Genau, ein Typ, der definiert wurde in GRC.types, das ist einfach ein Modul, was standardmäßig geladen wird, aber es ist nicht compiler-spezifisch. Miro, bei dir hat es... Was passiert jetzt, wenn man so zum Beispiel die Show macht, kommt dann alle Typen vor, die Show... Ja. Die bekannt sind im momentanen Import. Genau, das ist eine lange Liste und es sind so Vorlagen, wie man aus bekannten Instanzen neue kriegen kann. Das kommt auch hier in wenigen Sekunden. Lass uns noch was machen, nämlich sagen wir Integers. Show Strich, wie zeigt man den Integer? Lass uns Bug einbauen. Wenn n gerade ist, dann geben wir n aus. Ansonsten geben wir n minus 1 aus. Ja? So, Schaustrich von 4 ist jetzt 4, aber Schaustrich von 5 ist auch 4. Sonst ist Programmierung zu leicht. Ne? Also das ist eine komische Showinstanz. Ja, aber du hast keine Gesetze definiert, darum kannst du es machen. Da kann ich es machen, ohne faul zu werden. Genau. Aber ich glaube, für die normale Show und Read, die sollten erst sein. Gibt es das Gesetz, dass wenn man quasi irgendwas in Show reinpackt und es dann Read macht, dann muss es dasselbe sein. Genau. Aber da ich noch keine Read-Instanz für Integer, also Read-Strich-Instanz für Integer definiert habe, genau. Ich mache mal auch Listen, das ist interessant, weil das ist. Listen sind interessant, genau. Ich weiß das dann vielleicht. Okay, wie können wir eine Liste von A's ausgeben? Hat jemand einen Vorschlag? Jemand von Anfängern? Wir haben eine Liste von A's. Wie können wir eine Liste von A's in String formatieren? Ob es die leere Liste ist oder nicht die leere Liste? Ja, das geht auf jeden Fall. Lasst uns das auch so machen. Ich hätte sonst mit der... Also mit so einem Kombinat wie Map oder sowas gemacht, aber lass uns so machen. Wie willst du die leere Liste ausgeben? Okay, lasst uns nur geschweifte Klammern machen, ob es ein bisschen interessant ist. Okay, und eine Liste, die mit einem ein Element anfängt? Wie willst du die ausgeben? Ich wende das bisherige Show an. Ja? Macht auch Punkt. Ja? Schaustrich, genau. Ich würde beides mal zur Konsistenz halber Schaustrich verwenden. Ja? Okay, das ist eine Möglichkeit. Und sie liefert noch einen kleinen Fehler. Der Code an sich ist korrekt, aber eine Typinformation war falsch. No instance for Schaustrich A. No instance for Schaustrich A. Was ist das Problem? Das A ist nicht definiert, also der Typ ist nicht definiert. Ja, also er ist definiert, aber wir setzen zu wenig von diesem Typ voraus. Macht euch einfach nochmal diese Zeile nochmal klar und macht euch klar, dass die Unsinn ist. Wir können nicht beliebige Listen von A's schauen. Wir können nicht beliebige Listen von A's formatieren. Das geht nur, wenn wir wissen, wenn man die einzelnen Elemente formatiert. Das müssen wir noch dazu sagen. Es geht somit. Ich teste es kurz in der Konsole und dann komme ich darauf zurück und erkläre, was da wirklich passiert. Gibt es für den GHCI eigentlich auch bunte Farben, dass irgendwas grün ist, wenn es sich das hat, zu kompilieren? Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber es gibt was Tolles, das GHC, Swiss heißt. Damit kannst du dir Datenstrukturen angucken und ob es schon und Laziness anzeigen lassen, also was schon evaluiert ist und was noch nicht. Insbesondere bei so zirkulären Datenstrukturen ist das ganz toll zu erkennen. Also so wie Data Dumper, nur noch fancier. Nur grafisch, ja genau, Data Dumper im Grafischen. Ja. Okay, das hat funktioniert, das ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir keine Kommata oder so in unseren Listen hatten, aber wollten wir halt nicht. Ja? 10 ist das erste Element, 10 ist das zweite, dann 12 und dann die 13, die auch als 12 ausgegeben wird und dann End of List machen. Wie liest sich das hier vor? Das liest jetzt so aus. Wenn A zu dieser Typklasse gehört, wenn A Mitglied der Typklasse Schaustrich ist, dann ist auch Eckigklammern A
Mitglied dieser Klasse. Das ist die Zusatzbedingung, die wir hier stellen. Und sobald wir die haben, können wir hier nämlich Show-Strich auf das einzelne Element anwenden. Weil wir jetzt ja noch Voraussetzungen haben, dass A selbst auch Mitglied dieser Typklasse ist. Also mit diesen drei Zeilen Code werden unendlich viele Typklasseninstanzen auf einmal definiert. Und zwar immer, wenn wir schon Instanz für A haben, kriegen wir eine Instanz geschenkt für irgendeine Klammer von A. Sogar rekursiv beschachtelt. Zum Beispiel, wenn wir hier so eine Liste von Listen haben, dann wird die auch ausgegeben. Hier noch eine. So. Wir können auch nochmal, also es sieht ein bisschen unübersichtlich aus, lass uns nochmal anders schreiben. Zum Beispiel so. Genau, ich wende auf jedes Einzelding Show an. Jetzt tue ich ein Komma dazwischen. Und jetzt konkatenieren, ne? Und für Intersperse brauche ich, glaube ich, der Doppel-List. Ja, und schau das noch am Anfang und am Ende. Richtig, mache ich gleich. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Und genau jetzt noch am Anfang und Ende. Das mache ich. Mache ich das so. Geschweifte Klammern wollte ich. So, jetzt sieht es ansehnlicher aus. Ne? Die Intersperse-Funktion, die ist ganz nützlich für solche Textverarbeitungszwecke. Die nimmt ein Ding, was einzufügen ist, und eine Liste und tut dann nach jedem Element eben dieses Einzufügende rein. Interkalate gibt es auch, ja. Nur eine kurze Bemerkung am Rande. Reguläre Expressions kann man in Haskell übrigens auch verwenden. Das ist nicht immer sinnvoll, weil man ein noch mächtigeres Werkzeug hat, nämlich Parser mit Parsec oder Autoparsec oder andere Sachen. Aber es fällt mir nur gerade auf, weil das Gegenteil von sowas ausgeben ist ja was Parsen, und man hat reguläre Expressions in Haskell und die Unterstützung ist auch gut. Also man kann die verwenden. Ich muss aus Neugierde welche? PCR. Du kannst die PCRE reinladen. Oh, ja. PCRE ist das. Es funktioniert. Du denkst wahrscheinlich an Intercalate. Du denkst an Intercalate eventuell, ja. Was war Intercalate? Ah, jetzt sehe ich es. Ah, okay. Ich hab die Sache von Asynchron zumindest. Ja. Ah, okay. Zusammen mit manchen Filmen. Ja. Ja, aber das ist ja im Endeffekt ein Join. Ja, genau. Das ist ein Join auf jeden Fall. Für uncoole Leute. Ja, genau. Okay. Und damit können wir jetzt noch ein Mysterium, also soweit klar, wie das mit dem Showstrich funktioniert. Dann können wir auch noch das Mysterium klären, wie das mit den Zahlen ist. Schauen wir uns mal die Definition von den Typ von Plus an. Plus nimmt zwei A's, gibt ein A zurück, soweit in Ordnung. Was ist A? A ist nicht irgendein Typ, sondern nur ein Typ der Num-Klasse. Und was ist die Num-Klasse? Damit ein Typ, die zur Num-Klasse gehört, muss er diese Methoden unterstützen. Er muss sagen, angeben, wie man zwei Werte seines Typs addieren kann, multiplizieren kann, subtrahieren, negieren, also 7 macht minus 7, Absolutbetrag, Vorzeichen und dann noch eine spezielle Methode, die ich gleich sage. Das ist beachte gut. Vor allem, dass geteilt nicht dazugehört, weil es nicht für alle Zahlen definierbar ist. Also für ganze Zahlen kann man nicht eindeutig Division definieren. Und darum gibt es Integral. Da ist die Ganzzahl-Definition drin und im Fractional eben die richtige Definition. Genau, die Fließkomma hier. Und, mach auf zwei A's. Im ersten Sinn sind natürlich nur ganze, alles, was über ganze Zahlen kommt. Zahl, weil natürlich die Zahlen gehen natürlich. Richtig. Also nicht. Also man kann es schon machen, aber dann muss man halt Fehler schmeißen, wenn man zum Beispiel was genau. Negate und ja, genau. Das kann ich hier auch noch insbesondere für die anwesenden Mathematiker nochmal betonen, ja? Ihr fragt euch, korrespondiert Num jetzt zu Ringen oder zu Körpern oder zu Körperweitung über Q oder wozu? Antwort passt nicht gescheit, ne? Weil wir, also Plus mal Minus erinnert an Ringen, ja, aber jetzt haben wir auch noch Absolutbetrag. Das macht natürlich in den wenigsten Ringen Sinn, ne? Also das wird auch kritisiert,
und das wird sich eventuell auch noch bald ändern. In der Zwischenzeit kann man Folgendes machen, man nimmt nicht das normale Präludium, sondern ein besseres Präludium. Und das hat wirklich Typklassen für Ringe, für Rigs, für Körper, so wie man es im mathematischen Aufbau herwartet. Aber, also, das ist schon in Ordnung, diese Typklasse. Also neben der mathematischen Schönheit, was hätte ich jetzt eigentlich praktisch für einen Vorteil davon, dass die Abstruktion weg ist? Oder dass eigentlich nur noch Plus und Mal habe? Ja, zum Beispiel, also du willst Plus und Mal zum Beispiel auch für Vektoren haben. Zwei Vektoren bei dir. Aber du hast nicht Abs von einem Vektor. Du hast schon die Länge von einem Vektor, aber das ist nicht ein Vektor, sondern eine Zahl. Und du hast erst recht kein Signum von einem Vektor. Raus, wenn mein Num kleiner wäre, dann könnte ich das so auch für andere Sachen verwenden. Genau. Für alles, was an den Körper bildet. Genau, richtig. Und wie macht man es momentan? Momentan macht man es einfach trotzdem, aber macht halt Signum und Abs so, dass sie sofort Fehler schmeißen. Ah, aber das ist natürlich so ein bisschen gegen die Haskell-Philosophie, weil du willst eigentlich zur Laufzeit keine Fehler haben. Du willst am Anfang, ne? Du willst nur Typfehler haben, die du vor Beginn deines Programms korrigierst und danach soll es einfach laufen und cool sein. Ja, ja, klar, ja. Und deine Typsignaturen werden länger. Das liegt ja nur daran, dass wir nicht abhängige Typen haben. Und deine Typfehler dementsprechend. Und jetzt, in den letzten 5 Minuten kann ich euch noch From a Teacher erklären. Ja? Das ist das Wunder, was möglich macht, dass wir 3 plus 5,0 schreiben können. Und es funktioniert. Das schauen wir uns mal den Typ von 3 an und der ist recht witzig. Der Typ von 3 ist nämlich nicht Integer und der ist auch nicht Double. Der Typ von 3 ist A, wobei A irgendein Typ ist, der zur Num-Klasse gehört. Und welcher Typ jetzt wirklich? Das erschließt sich aus dem Kontext. Also wenn wir zum Beispiel eine Variable x machen, die eine Double ist, und jetzt rechnen x plus 5, dann denkt sich Haskell Folgendes. Hier steht ein Double, hier steht Plus, und bei Plus müssen die beiden Argumente, die beiden Summanden denselben Typ haben. Ergo ist auch 5 von dem Typ Double. So kam es zustande. Und wofür steht jetzt wirklich genau 5? Also, oder wofür steht 100? Ne? Das macht diese Sache from the teacher, die ja zur Num-Klasse gehört. Wenn ein Typ zur Num-Klasse gehören möchte, muss er angeben, wie man aus Integer einen A macht, also sein A, der Typ, über den es gerade geht. Und wenn man jetzt 1000 schreibt oder sowas im Programm, dann ist das syntaktischer Zucker für from Integer von 1000 aufgefasst wirklich als Integer. Und darum kann man auch muss man manuell from Integer wollen, wenn man eine Variable-String zum Binding für ein Double und das mit einem Binding für ein Integer addieren will, muss man from Integer oder noch besser from Integral verwenden, weil das funktioniert dann auch für Instances in der Integral. Richtig, ja. Sollte ich, glaube ich, gleich nochmal vorführen. Also was lernt ihr daraus? Wenn man einfach so eine Zahl statt als Literat, als Konstante, ja? Dann ist das eine Codeschreibweise dafür, dass erstmal intern der entsprechende Integer gebildet wird und dann from Integer darauf aufgerufen wird. Und je nach Kontext gibt es dann einen Integer, einen Double, eine Matrix, einen Vektor, was auch immer. Ja? Was sonst der Kontext ist. Es gibt noch so etwas Ähnliches für was passiert, wenn ich 3,7 eingebe. Dann ist das syntaktischer Zucker dafür, dass from rational 3,7 aufgerufen wurde. Und rational ist ein Typ für Brüche, Zähler durch Nenner, wobei Zähler und Nenner beides Integers sind, also Ganzzahlen beliebiger Größe. Und letztendlich macht der GRC, wenn man das literal sieht, eigentlich nichts, als sich als das Komma zu entfernen und halt dann nur die 10 und 1000. Genau. Und man kann vielleicht ein bisschen unterstreichen, dass es Rationals gibt in Haskell, weil das ist ja eine eigene, fast die wenige Sprache. Richtig. Dass es wirklich Dezimalbrüche gibt, was ja eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auch mit der man mit Computern eigentlich exakt rechnen kann. Das stimmt so nicht. Man kann im Prinzip auch mit allen algebraischen reellen Zahlen noch exakt rechnen. Also alle reellen Zahlen, die irgendwie nur schnell in meinem Produkt ganz damit kompensiert sind, das ist eine viel größere Klasse, also alle Wurzeln und sowas.
Was ist der Computer von Rechenaufwand? Aber es wird teilweise halt sehr rechenaufwendig. Ja, ich schon auch. Man könnte auch ein Java Big Int nehmen und dann das, wodurch man teilen muss, immer irgendwie außenrum mitschleifen. Und ja, so macht er das ja auch. Mehr anders macht er das ja nicht. Und kürzt dann am Ende. Ja. Wie man es in der Schule auch gemacht hat. Scheme hat Rationals standardmäßig definiert. Ja, ich glaube auch. Alle Schemes oder nur Schmiede? Alle RS5 RS Schemes. Also Typklassen sind ein schönes Konzept, weil man, weil sich viele Vorteile daraus geben. Und ich will die gerade nochmal zusammenfassen und das war es dann auch, ja. Also einfach ein ganz praktischer Vorteil ist halt, dass ich so ein bisschen die Vorteile habe von, also immer noch die Vorteile von statischer Typisierung, aber trotzdem bitcht mich der Compiler nicht an, wenn ich versuche 2 plus 3,0 zu schreiben. Ja, in anderen Sprachen geht es ja nicht, oder ich muss casten, in Haskell geht es trotzdem. Und dann noch so ein bisschen ein versteckterer Vorteil, der aber eigentlich noch viel wichtiger ist. Man hat die Operatorenüberladung. Ne, plus funktioniert auf Integers, auf Doubles, auf allen möglichen. Allerdings, man hat sie auf eine systematischere Art und Weise. In anderen Programmiersprachen kann man auch Operatoren überladen. Aber es wird einem einfach überhaupt nichts vorgeschrieben oder kein Konzept gegeben, an dem man sich orientieren kann. In Haskell ist es anders. Nämlich, man kann nicht einfach nur Plus überladen. Also wenn man das möchte, muss man die komplette Instanz von dieser Num-Klasse definieren, für seinen eigenen Datentyp. Und bei jeder so einer Klasse schwingen Erwartungen an den Programmierer mit. Zum Beispiel, Plus soll kommutativ sein, Plus soll assoziativ sein, Show und Read sollen gegenseitig inverse sein, solche Sachen. Und diese Erwartungen lassen sich jetzt zwar nicht formalisieren in Haskell, weil Haskell nicht Akta oder Cog oder Idris ist, aber zumindest lassen sich als Erwartung dick und fest in die Doku reinschreiben. Und das ist eine tolle Sache, ja, weil als Programmierer kann ich immer davon ausgehen, dass diese Erwartungen erfüllt sind. Und umgekehrt muss ich halt darauf achten, dass ich die Erwartung erfülle, wenn ich eine Instanz von dieser Typklasse implementiere. Aber so wird es systematischer. Ja? Ich weiß von Plus immer, dass es kommutativ ist. Von Show und Reverse weiß ich immer, Show und Read weiß ich immer, dass sie zueinander invers sind. Solche Sachen. Okay, liebe Co-Tutoren, was sind wichtige Schlussbemerkungen? Werbung. Genau, Werbung. Zum einen vielleicht noch für Haskell, ja? Also insbesondere bei den Anfängern müssen wir uns auch so ein bisschen entschuldigen, wir sind heute nicht bis Monaden gekommen. Dabei sind Monaden eine der krassesten Sachen in Haskell. Also es wird einen Workshop Teil 3 geben, der dann für euch Teil 2 ist. Wir werden euch E-Mails schicken, wo so ein paar Referenzen dran stehen, die euch für euch Zipwith, Learn Your Haskell, wo man solche Sachen eben noch nachschlagen kann. Außerdem gibt es ja schon weitere Übungsaufgaben, mit denen könnt ihr euch beschäftigen, wenn ihr wollt. Und ihr könnt uns auch immer Fragen schicken. Am einfachsten geht ihr auf curryclub.oxford.de, tragt euch in die Mailingliste ein, dann seid ihr auch immer informiert, wann es wieder ein Treffen gibt, einmal pro Monat. Und dann könnt ihr da auch immer kommen und Fragen stellen. Wir haben auch für uns gleich nochmal die 2-Vorlesungen, einen ganzen Sprung an Übungsaufgaben mit Musterlösungen und Vorlesungsfolien auf der Webseite. Sehr cool. Und eine Vorlesung, die könnt ihr auch benutzen. Ja, den Link posten wir dann auch einfach.